Meine Lieben, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Peter, vom Kanal BlackMax und schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich bin heute hier in Heidelberg bei Margit. Ja. Genau, Margit hat uns eingeladen. Ich bin auch nicht alleine hier. Wer dabei ist, könnt ihr euch schon denken oder seht ihr auch noch im Bild. Zwobo, komm mal her, Lania. Da kommt der Kerl schon. Und Margit zeigt uns jetzt hier Heidelberg. Ja. Da im Hintergrund seht ihr schon die Altstadt von Heidelberg. Und den Neckar. Und den Neckar, selbstverständlich. Wir fahren noch zum Kaiserstuhl, wenn wir hochfahren. Wir haben so 40 Kilometer ungefähr geplant. So plus minus 35 Kilometer. Ja. Ja. Mal schauen, mit ab und zu mal verfahren werden es wohl 40. Ja. Wir schauen mal, was passiert. Ne? Und seid dabei, und wir schon wundert hier. Ich teste hier mal was, diese neue Kamerabefestigung. Und dazu sage ich euch später auch ein bisschen mehr. Und erstmal neue Kameraperspektive, also seid gespannt. Los geht's. Und wer meinen Kanal hier schon länger verfolgt, der weiß ja, wir waren vor ungefähr einem Jahr mit Zwobo schon mal hier bei Margit. Damals aber noch zu Fuß unterwegs. Hey, wir haben bei den Mammutmark Heidelberg hier teilgenommen. 42 Kilometer, 1000 Höhenmeter. Ja, das war ja auch mal wieder eine Erfahrung, die man mal machen kann. Und jetzt ist es natürlich heute viel, viel einfacher, ne? Elektrisch unterwegs, schön auf dem Sattel sitzen. Aber wir sind ganz schön durchgerüttelt hier. Aber herrlich, ne? Immer wieder herrlich. Heidelberg, mega. Eine sehr interessante Stadt, kann ich nur empfehlen. Mein Lieben, schön steil nach oben geht es hier. Wunderbar. Steffenhanskloster, erbaut 1094. Ja, meine Lieben, hier seht ihr schon im Hintergrund, wie gesagt, die Reste von diesem Kloster. Der Turm ist noch stehen geblieben und hier diese Mauern auch noch, aber viel über ist ja davon nicht mehr. Ne? Aber wenn man hier oben ist, hat man einen wunderschönen Ausblick, den zeige ich euch mal. Kommt mal mit. Ihr habt hier eine wunderschöne Bank. Und dann könnt ihr hier eine wunderschöne Aussicht genießen auf die Burg. Meine Lieben, und mit dieser wunderschönen Aussicht hier für mich, für euch vielleicht
auch schön oder weniger schön, wer weiß das schon. Sag ich mal, was hat es hier heute auf sich mit der neuen Kameraperspektive? Und zwar ist die Firma Telesyn auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, kannst du mal zwei Produkte von uns mal dir angucken und mal testen und vielleicht mal ausprobieren, ob da was für dich wäre? Und habe gesagt, klar, warum nicht? Klingt interessant, mal vielleicht für euch auch noch was anderes, aus anderen Blickwinkel mal die ganze Sache zu bestaunen oder zu begucken, als immer wieder am Stativ. Deswegen habe ich mir überlegt, hier so eine Halsmontage war für mich sehr interessant. Habe ich gesagt, weißt du was, die könnt ihr mir gerne zuschicken, weil da kann man hier schön abmachen, ist ganz schnell montiert. Und zeige euch mal, ich mache das mal hier ab, meine Kamera jetzt hier. Und habt ihr hier, ey, das fand ich super, ne? Einfach hier reinstecken, zack, und fest ist es. Kann man um den Hals binden oder sich legen oder halt nach hinten die Perspektive könnte man auch nach hinten filmen oder wie immer, oder irgendwo aufhängen könnte man das auch, irgendwie im Ast oder so, ne? Auch eine Idee vielleicht für spannende Perspektiven, wenn man keine Möglichkeit hat, die Kamera zu befestigen. Und auch, ihr könnt hier eine Kamera befestigen und es gibt noch einen Adapter fürs Handy, so ein MagaSafe-Aufsatz. Fand ich auch ganz spannend, weil das ist ganz schnell montiert. Schaut mal, einmal drehen und dann habt ihr den Knubbel hier in der Hand. Und ist magnetisch, einfach reinklicken und da ist das Ding auch schon wieder fest, ne? Also, ja, also ey, da fand ich, ihr wisst ja, ich habe ja auch so einen Brustgurt für Radfahrer, habe ich auch. Aber das ist immer, gerade wenn man Jacken anhat, fand ich die Montage immer ziemlich aufwendig. Und das Ding, also einfach hier draufdrücken, hochziehen, sich um den Hals legen, zuknüpfen und das war's, ne? Also, fand ich gut. Und habe gesagt, probiere ich aus. Und ihr habt schon ein paar Perspektiven, wie wir hochgefahren sind, gesehen. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon hält. Ist das was, mal eine andere Perspektive zu sehen? Oder sagst du, ne, brauchen wir nicht? Ne? Also, ich fand es gut, wie gesagt. Könnt ihr mir vorstellen, das öfter zu benutzen auf Touren. Mal schauen, bin gespannt, was ihr dazu schreibt in den Kommentaren. Wie gesagt, so jetzt Ende mit der Werbung. Und jetzt geht's weiter auf unsere Tour. So, Margit, wo gehen wir jetzt hin? Wohin führst du mich? Wir gehen jetzt zum Heidenloch. Zum Heidenloch? Ja. Dann schauen wir uns das Spektakel mal an. Genau, zeige ich euch. Let's go. Ach du meine Güte. Ja, da geht es ja schon ein bisschen runter, Margit. Ja. Wie tief ist das? Ich glaube, irgendwas mit 50 Meter. Seit wann gibt es das? Also wurde es dann entdeckt? Das wurde im letzten Jahrhundert wurde es entdeckt. Das war total verfüllt und zugeschüttet. Ja. Aber die genaue Geschichte steht gegenüber an der Wand. Blende ich euch ein. Genau. Ja, meine Lieben, und wenn das alles so schnell ging, ne, kann ich nur empfehlen, die Komoot-Route wird verlinkt. Kommt gerne selber hier hin. Und guckt euch das mal live an, ne? Also live ist immer ein Erlebnis und nicht immer hier YouTube. Also kommt runter von der Couch und ab hier hin. Und Margit hat mir aber einen kleinen Insider-Tipp hier gerade gegeben. Wie ihr seht, ist ja das ganze Loch ist hier beleuchtet. Da vorne hängt eine Lampe und da kann man schön hinabgucken. Und wer es wissen möchte, wo der Lichtschalter ist, zeige ich euch natürlich. Der ist hier. Also, Licht an. Dann gehen wir mal hier hoch und dann seht ihr schon der Vorteil von dieser Perspektive. Ich habe beide Hände habe ich frei und kann auch noch ein bisschen quatschen. Wollen wir mal sehen, wie das hier aussieht. Ein bisschen ausrichten hier. Ja. Wie gesagt, Hände frei, wunderbar. Und eine tolle Aussicht. Aber hier geht es noch höher. Wir mal hier in die Katakomben hier rein. Kommt mir vor wie bei Dornröschen hier, ne? Rapunzel war das, ne? Rapunzel, lass dein Haar herunter. Oh mein Gott. Das ist ein Rehwurm hier. Und Schnappatmung. Junge, wir sind fast oben. Und wieder einen wunderschönen Blick auf die Burg und die Altstadt. Da vorne sehe ich noch die Kirche oder Dom. Ja, cool. So, meine Lieben,
Dann begeben wir uns mal wieder nach unten hier. Wie gesagt, wunderschön hier. Also wenn ihr Bock habt, nach Heidelberg zu kommen und diese Tour nachradeln wollt, mega. Ihr müsst nur schwindelfrei sein, wenn ihr hier hoch wollt. Oh mein Gott, ey. Da sind wir wieder. Oh. Vielleicht auch interessant für den einen oder anderen. Die Öffnungszeiten. April bis September und Oktober bis März. Montags geschlossen. Okay. Ja, Friseursalon habe ich hier nicht gesehen, aber okay. Und hier, meine Lieben, sind wir an der Freilichtbühne angekommen. Meine Lieben, ihr seht immer die Freilichtbühne hier von der anderen Seite und dahinter, hinter der Freilichtbühne, seht ihr den Pfälzerwald, den Schwarzwald. Also wir haben richtig Glück heute, wir haben eine super Aussicht. Schaut euch das mal an. Also diese Aussicht ist ja mega, ne? Also sehr schön, kann man nur empfehlen. Ne? Jede Menge zu sehen gibt es hier, sehr schön. Meine Lieben, hier ist Schlag auf Schlag. Ne? Eine Ruine oder eine Sehenswürdigkeit jagt die andere hier in Heidelberg. Und hier ist schon wieder eine Ruine. Auch wieder, ich meine wieder ein Kloster. Wir schauen mal. Da seht ihr schon, ehemaliges Propstei, St. Michael Propstei. Ja, was ist eine Propstei? Kein Plan. Wahrscheinlich irgendwas Kirchliches. Gehe ich mal von aus, ne? Was soll sonst sein? Also, rein da. So hat man ein neues Zimmer entdeckt. So, so. Ich freue mich, dass er dabei ist, aber schon so. Aber guck mal, hier ist doch ein schönes Zimmer, da kann man dich einsperren. Ist das nicht toll? Ja, cool. Das ist ja was für dich, oder? Hast du mal die Ruhe von mir, ne? Ja, komm, komm mal. Wir gucken schon mal. Ne? Ja, komm, wir gucken schon mal. Ja, so will mich hier einsperren. Sehr schön. Komm, ab in den Kerker hier. Offen hier? Nee, aber wäre schön, oder? Ja, wunderbar wäre das. Der Lieblingswetter, ja. Flüssiger Sonnenschein den ganzen Tag. Ja, da kommt da nichts rein. Für Allergiker besonders gut geeignet, gibt es auch keinen Pollenflug da drin. Ist doch super, finde ich. Ja, ach, rein. Ja. Ich freue mich. Ja. Ey, du bist so gut zu mir. Wie ein Freund. Ja, Freunde, ne? Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Ich habe Margit sich den Arm gebrochen als Kind. Oh. Im Schnee war ich hier oben mit meinen Eltern spazieren, bin dann natürlich über diese Mauern geklettert. Ja. Und war dann unterhalb der Arm gebrochen. Oh Mann. Aber als Kind ist das ja ein Paradies, oder? Das war herrlich. Also kann ich mir gut vorstellen. Mal als Kind hier. Ja, mein Lieben, sag doch mal selber, ne? Ist doch herrlich, oder? Oh, herrlich. Guck mal, der Turm ist ja hier auch auf. Dieser wunderschöne Turm hier. Und da können wir auch noch mal hochkraxeln. Ach komm, das machen wir mal.
Wenn wir schon mal hier sind, ne? Achtung, kein Winterdienst. Ja, der Winter ist vorbei. Komm, rein da. Und auch hier seht ihr, ne? Kaum Licht hier in der Hütte. Aber die Insta 360 ES Pro, macht das prima, ne? Die macht das echt gut. Auch mit wenig Licht kommt die super gut klar. So, aber jetzt hier hoch. Ja, mit diesem wunderschönen Blick werdet ihr sofort belohnt, ne? Wieder schön da hinten auf dem Pfälzerwald und auf dem Schwarzwald den Blick. Hier seht ihr mal einen Zollstockbrunnen. Oh, sehr interessant. Aber leider kommt da nichts raus. Und da vorne, ich glaube, hier war gestern eine Party, ne? Hier gab es gestern was zu feiern. Ja, aber Leute, den Müll könnt ihr gerne mitnehmen. Also, wenn ihr es schafft, die Gläser hier hochzubringen und die Flaschen, dann schafft ihr die auch wieder runterzubringen. Das war unglaublich. Ah, hier kann man schön Rast machen. Hirschgasse, Neuenheim, Heidelberg. Sehr schön. Herrliche Aussicht wieder, herrliche Aussicht. Hier kann man doch, ne, frühstücken. Oh, Ständer, ja, immer mal Ständer. Was ist hier los, ey? Riese und Müller und sein Ständer. Meine Lieben, Kilometer 8 und wir kommen immer noch nicht voran. Was auch nicht so wild ist, wir sind ja nicht auf der Flucht. Da haben wir gerade schön Pause gemacht, schön Rosinenbrötchen gegessen, ein bisschen gestärkt und jetzt weiter geht's. Ach, herrlich. In Peterstal? Ja, guck mal, auf der Felsen rechts, hier ist drauf, ein Stein. Guck mal. In Peterstal. Das freut er sich ja so. Ja, aber wie? Das haben wir doch schon im Allgäu gehabt. Ne? Im Allgäu war auch in Peterstal. Ja, das war ein Ort im Allgäu. Ja, schön. Die Leute haben Geschmack. Dankeschön. Ja, habt ihr mal gemerkt, ne? Manche Leute sind verunsichert, rechts, links, geradeaus, keiner weiß es. Meine Lieben, und da seht ihr ganz klar die Vorteile von so einer, ja, Halshalterung. Ja, wenn man mit 48 Sacken hier wieder runterballert und beide Hände am Lenker halten kann, ist schon sicherer und auch angenehmer. Also macht das in meinen Augen schon Sinn. Ist nicht ganz unvernünftig, auch mal aus dieser Kameraperspektive zu filmen.
gerade bei solchen steilen Abfahrten. Ne? Klar, wenn man so gemütlich fährt, so wie hier, kann man auch mal die Kamera in der Hand haben. Das ist eigentlich nicht das Problem. Aber bei steilen Abfahrten werde ich, glaube ich, diese Konstruktion öfter mal verwenden. Ne? Gerade wenn ich darüber nachdenke, hier, Rad am Ring 2024, da hat er wieder Schocken, der Kollege, was ist hier los? Ja? Rad am Ring 2024, also da könnte mir diese Konstruktion ja auch helfen. Ne? Also ganz klar, weil wenn man mit 80 Sachen runterballerst, ne? Die grüne Hülle, da kannst du besser beide Hände am Lenker halten und beten, dass alles hält. Also, weiter geht's. Meine Lieben, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Wie gesagt, letztes Jahr waren wir hier, sind wir auch genau über diese Brücke hier rüber gewandert. Oder war das diese Brücke da hinten? War das diese Brücke hier? Ich weiß das gar nicht mehr. Auf jeden Fall. Das war echt ein Kampf. Also Heidelberg, Mammutmarsch mit 1000 Höhenmetern. Kann ich schon mal sagen, ist kein Spaziergang. Und herrlicher Blick, ne? Der Himmel, ey, herrlich. Boah, ich mag so Wolken, ne? Wenn die so mystisch aussehen. Alle so, boah, der Wald hier. Helle Bäume, dunkle Bäume, alle Grünfarben vertreten hier. Wunderschön. So muss das sein, so mag ich das. Swobo! Ja? Warum drückst du kein SOS? Warum müssen wir hier warten? Weil das so eine neumodische Berührungsampel ist. Die hat keinen richtigen Taster. Geht das da auch mit SOS? Weiß ich nicht. Muss man versuchen. Ja. Na, da geht's nicht, glaube ich. Na, dann warten wir halt, ne? Bis grün wird. Also, wer jetzt nicht weiß, was damit gemeint ist, mit diesem SOS-Morse-Code, dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz, dann müsste man den Ampelanlagen mal ausprobieren. Und zwar an diesen, die einen Taster haben. Also richtig die... Ja, also kein Touch, sondern einen richtigen Taster, der nachgibt. Und wenn ihr das dann ausübt, dann schaltet diese Ampelanlage innerhalb von ja, Sekunden eigentlich auf grün. So, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Es funktioniert. Noch 4,9 Kilometer zum Königsstuhl. Ich habe vorhin Kaiser gesagt, ne? Ich verwechsel das immer. König, Kaiser, mein Gott. So viele Titel hier. Egal. Also, zum Königsstuhl, natürlich. Und das hat mich letztes Jahr echt Kraft und Nerven gekostet, ne? Da zu Fuß hochzugehen. Jetzt natürlich mit dem E-Bike ist das sehr schön entspannt. Man kann das hier genießen, ohne dass man so aus dem Atem ist. Klar, ein bisschen auch, aber besser als da hoch zu kraxeln. Ne? Ganz klar. Also auf geht's, die nächsten 4,5 Kilometer.
soll ich sagen, schaut selbst, ne? Geht schön steil hier hoch. Wir kämpfen uns hier Meter für Meter nach oben. Also ich weiß nicht, ob für diese Tour jetzt hier, die wir heute hier veranstalten, sind zwar nur 35 Kilometer, aber ob da ein 500er Akku reicht, weiß ich nicht. Also Sobra 650, ja, ich habe 1000, ne, 2x 500, Magi hat glaube ich 750 im Akku. Und mit einem 500er, ja. Probiert das mal, dann könnt ihr gerne berichten. Aber auf jeden Fall mega Runde. Aber ist schon, geht ordentlich nach oben. Margit, links rum? Vermutlich. Vermutlich links. Dann machen wir das mal, ne? Wir warten erstmal. Oh, Leute, aber herrlich. Oh. Hört ihr das? Oh. Die Vöglein zwitschern. Mega. Es geht weiter, wir sind richtig. Der Kurs stimmt. Wir sind auf Kurs. Meine Lieben, wir kommen der Sache näher. Hier seht ihr schon Königstuhl. Da geht's lang. Also aufi. Und es geht hier schön steil nach oben. Ihr seht schon, Turbo. 20 Kilometer Restreichweite. Ja, wir haben gerade mal heute, kannst du keiner zählen, ne? Wir sind glaube ich erst mal 20 gefahren. Also mit einem Doppelakkusystem. 1000 Watt. Und du hast 20 Kilometer Restreichweite. Und jetzt sagt mir noch einer, das kannst du dir hochrechnen. Das kannst du manchmal nicht. Du siehst manchmal die Höhenmeter, aber es ist schwer, die Höhenmeter umzuwandeln in Prozenten von Akku. Ne? Weil du sagst so, oh, 40 Kilometer Tour, kein Problem. Mein Akku, der schafft 200. Ja, in Münster, Flachland-Tiroler, da schafft man auch 200. Aber hier, berghoch, bergrunter, seht ihr selber, da ist er nach 40 platt. Ne? Also echt sehr interessant. Also immer schön Augen auf bei der Tourenplanung. Jetzt aber weiter. Freunde, nur noch 16 Kilometer Restreichweite. Läuft. Ich glaube, Spobo hatte nur noch 10. Aber wir haben wieder Spaß wie Bolle hier. Ey. Sehr schön. Was macht die Restreichweite, Spobo? Angst haben. Angst hast du? Ich habe gerade bei Google Maps geguckt, wir haben noch Kilometer hier rauf, ich habe noch 5 Kilometer Restreichweite, aber wir haben noch 12 Kilometer Strecke insgesamt. Aber die liebe Marke sagt, es geht nur bergab mit uns, von daher, also nach dem Königstuhl. Aber da muss ich erstmal den Turbo-Akku aufladen.
Das Bike und hat natürlich kein Ladegerät dabei. So vernünftig ist man ja nicht. Ne? Also wenn wir das zum ersten Mal machen. Ja. Mann. Ihr merkt schon, wir sind richtige E-Bike-Experten, ne? Ja, so viele zwei Experten sind wir hier. Läuft. Also weiter voran. Meine Lieben, wir sind angekommen, wie gewohnt, auf den letzten paar Metern nehme ich euch mit, weil dieser Ausblick hier am Königsstuhl, den kenne ich ja vom letzten Jahr, ist echt atemberaubend. Ja. Also, lasst uns mal dahin und da seht ihr schon, oh Leute, was ist das? Was ist das für ein Blick? Ja? Leute, gönnt euch. Also ich weiß nur, jetzt habt ihr gesehen, die Fahrt hier nach oben mit dem Fahrrad, ne? Und vor einem Jahr sind wir hochgekraxelt zu Fuß. Ich weiß gar nicht, Swobo, wie haben wir das vor einem Jahr geschafft? Zu Fuß hier raufzukommen. Wie haben wir das geschafft damals? Weil wir das schwere Rad nicht dabei hatten. Das kann sein. Das ist leichter. Wenn man ein schweres Fahrrad an den Füßen hat, muss man auch nicht raufbewegen. Ja. Zu Fuß ist ja alles viel einfacher, ne? Meinst du? Ja. Ich habe mich schon hier hochgequält damals. So. Ist das so? Also. Ja, wenn du es so sagst. Also ein mega Ausblick. Also wie gesagt, wenn ihr Heidelberg seid, Königsstuhl ist ein Muss. Mein Lieben, wir werden jetzt noch schön hier einkehren. Wir haben ja schon einiges geschafft heute und ihr seht schon hier im Hintergrund, da kann man schön ja, was essen, ein Bierchen trinken oder was auch immer, ein Wasser, eine Cola, trinkt was ihr wollt. Ja. Und da werden wir auf jeden Fall uns noch gut gehen lassen und dann den Heimweg antreten. Aber erstmal ab rein da. Meine Lieben, 90 Minuten waren wir jetzt drin gewesen in dieser Gastronomie und lecker gegessen, lecker getrunken. Lecker Königsschnitzel gab es für uns und Swobo und Margit hat sich einen Salat gegönnt. Und jetzt stehen die alle schon in den Startlöchern und die Sonne kommt raus. Ne? Also mega. Jetzt kommt die große Abfahrt. Also los geht's. Ja, meine Lieben, wir haben hier echt Reichweitenangst. Ne? Swobo hat noch 3 Kilometer in sein Akkusystem und ich habe noch ja, 15. Ob das was wird hier heute, dass wir noch heil runterkommen? Aber angeblich heißt es geht bergab. Also mal schauen, ob das auch so stimmt. Wir werden es erleben. Hier ist schon wieder ein bisschen Kunst und Kultur, wovon ich natürlich wieder keine Ahnung habe. Ne? Ganz klar. Aber egal, weiter geht's. Meine Lieben, und hier seht ihr die Bergbahn. Damit könnt ihr auch nach oben fahren zum Königsstuhl. Sehr schön. Also man muss da nicht mit dem E-Bike hochkraxeln, so wie wir, oder zu Fuß kraxeln, so wie wir letztes Jahr. Man kann auch schön bequem sich hochstufieren lassen. Auch sehr nett. Eine elegante Lösung für alle.
Was ist passiert? Ich habe irgendwas am Reifer, am Mantel. Und bessere Finger hat sich wieder. Ja, aber es könnte an Luft rausgehen, ne? Was rauszieht, ist die Luft raus. Ja, dann kannst du auch drin lassen. Dann fahre ich, also wenn ich dann langsam runterfahre, dann wisst ihr warum. Meine Lieben, jetzt sind wir hier am Heidelberger Schloss von der Rückansicht. Und oh, seht euch mal diese mega Aussicht hier auf. Schön da hinten der Neckar. Oh, was für eine herrliche Aussicht. Wunderbar, oder? Ja, meine Lieben, Margit hat sich hier in Platten reingefahren. Oh Mann, jetzt sind wir wieder am Experimentieren, mitten am Schloss. Schloss oder Burg, Margit? Schloss. Ja, ich weiß das immer alles nicht, ne? Schloss, Burg, das ist nicht immer das gleiche. Unterschied zwischen Schloss und Burg, werde ich mir nie merken, keine Ahnung. Das hast du mir letztes Mal erzählt. Zum Kaiser wird man gewählt oder gemacht oder sowas, und König ist man, ne? Gibt ein Geburtsrecht. Oh Mann, habe ich mir gemerkt. Ich konnte mir einmal was merken. Klappt das denn? Das heißt gleich Flickzeug rausholen und flicken. Also Margit ist wieder unterwegs. Mal gucken, wie lange die halten hier. Sie haben einen fetten Nagel da reingefahren. Sind zwar unplattbare Reifen, aber wie gesagt, fetten Nagel, wenn er es durchsticht, dann nutzt er dann unplattbar auch nichts. Irgendwann, wenn du mal Pech hast, hast du Pech, ne? Aber im Moment hält's. Meine lieben Heidelberger Altstadt-Flair, da seht ihr es. Wir schieben jetzt hier unsere Räder natürlich, weil Radfahren darf man ja auch nicht, aber schieben darf man. Also schieben wir. Meine Lieben, die Sonne kommt raus und wir sind hier auf dieser wunderschönen Brücke. Margit, wie heißt diese Brücke? Die alte Brücke von Heidelberg. Mega. Und wenn die Sonne jetzt hier rauskommt, ist es noch schöner. Hier ist richtig was los heute. Schaut mal da im Hintergrund. Und auch hier wunderbar. Aber schon ziemlich voll, ne? Ach so, das ist leer. Gut zu wissen. Ihr seht schon, meine Lieben, man weiß gar nicht, wo man zuerst hingucken soll. Ne? Wir haben jetzt zig Fotos hier gemacht, zig Videos, auch unter anderem für Instagram. Also schaut auch gerne auf den Instagram-Kanal. Da wird zwischendurch immer wieder mal was gepostet und echt mega. Ne? Also ich kann es gar nicht oft genug filmen. Einfach nur eine mega schöne Stadt. Richtig cool. Und jetzt ist Fobo mal dran, fleißig am Pumpen hier. Luft hat nicht lange gehalten. Jetzt die letzten paar Kilometer hoffen wir, dass wir ins Ziel kommen. Na, Margit? Gib alles. Ja. Also, meine Lieben, die letzten Kilometer laufen. Hat nicht lange gehalten. Gerade mal 100 Meter, wenn überhaupt. Und es ist wieder, ja, platt. Der ganze Reifen. Ja, macht so keinen Sinn, ne? Also, wir haben es gesagt, auf jeden Fall die Margit hat gesagt, da vorne ist ja die S-Bahn oder
Bahn oder wie auch immer. Da kann sie ein, zwei Stationen fahren, bringt den Bock nach Hause und wir fahren mit 2 Uhr die Tour zu Ende. Da sind noch 4 Kilometer. Da sind wir dann auch bei Margit wieder zu Hause. Wir sind ja übernachten heute bei Margit wieder. Die hat uns hier für 2 Tage eingeladen und da haben wir gesagt, nehmen wir natürlich danken entgegen. Nochmal vielen Dank dafür, dass wir die Möglichkeit kriegen, in Heidelberg ein paar Tage zu verbringen. Und hat mega Spaß natürlich hier mit Margit und wir sind hier sehr dankbar, dass wir hier sein durften. Meine Lieben, das war's gewesen für heute. Margit, zum Schluss noch ein bisschen Pech gehabt, ne? Ja, aber alles die gut. Die letzten, zum Glück, ne, nur 4 Kilometer von zu ja, Hause. 4 Kilometer noch. Ja. Da fährst du mit der S-Bahn oder ja, was mit der Straßenbahn. Mit der Straßenbahn. Ist ja alles kein Problem. Also Glück im Unglück sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Es hat, ey, mega schön ist die Tour für uns gewesen. Hat uns viel gezeigt. Den Königsstuhl. Königsstuhl und den Heiligenberg. Und den Heiligenberg. Zum Glück ja. Ich den Kaiserstuhl wieder gesagt, ne? Hallo, Herr Kaiser. Ja, nochmal vielen lieben Dank, dass wir hier bei dir sein dürfen. Gerne. In Heidelberg. Gerne. 2 Tage. Mega, freuen wir uns. Und wir sagen, ja. Bis hat mega Spaß Mal. Gemacht, ja, genau. Auf jeden Fall. Ne? Genau. Falls euch Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, verpasst ja auch nichts. Vor allem schaut euch den Kanal von Zwobo an, der macht ja auch ein Video hier. Zwobo, Schatzi, Mausi, wie war's für dich? Komm dazu. Zwobo, wie war's für dich? Sehr schön. Die Tour war doch geil, ja, oder? Hat die Marke super gemacht. Mega Tour. Eine herrliche Gegend, ne? Weiß man, glaube ich, gar nicht selber so, wenn man hier lebt, was man wie jeden Tag ist. So hat, ja, ne? Ja. Von der Haustür Gegend. Hat. Ja. Also, ja. Wir sind natürlich gerne zu Gast bei dir, ist zum zweiten Mal ja schon gewesen. Und nicht richtig zum toll. Letzten Mal. Ja. Ja. Also, macht es gut, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Peter vom Kanal Black Max. Tschüss.